fangen wir an mit dem Feedback-Interview, mit der ersten Frage. Und zwar ist es die Frage, wie deine Situation war, bevor du zu uns ins Coaching gekommen bist. Ja, vor dem Coaching eigentlich mehr oder weniger 10 Jahre Bodybuilding, auch wettkampfmäßig. Vor dem Bodybuilding eigentlich alles gemacht, Leichtathletik, Fußball, Schwimmen, also von klein auf eigentlich sportlich. Aber sage halt mal dadurch, durchs Bodybuilding, ja, Kraft, Volumen ist da, aber halt Ausdauer, Kraft, Ausdauer, da hapert es oder hat es noch ein bisschen gehapert. Ja, der Klassiker als, ne? Also Ja. ich der klassische Pumper und der dann im Endeffekt beim Thema Ausdauer halt, ja, weil Cardio macht ja durchsichtig und so, kennen wir all diese ganzen Sprüche. Ja. Und ja, das ist so Prototyp bei uns eigentlich. Die meisten, die zu uns kommen, die sind gut im Krafttraining, schlecht im Ausdauertraining. Und das ziehen wir dann gerade. Genau, Frage Nummer zwei. Was war dann im Endeffekt dein Motiv, dass du gesagt hast, so hey, ich komme jetzt zu denen ins Coaching? Also Punkt 1, was ich mal Bodybuilding an sich wurde mir zu stumpf, einfach in dem Sinn zu langweilig. Ich habe es gesehen. Und das andere war halt so das Vernetzen von eben Kraft, Kraftausdauer und Ausdauer. Ihr seid so eigentlich die Einzigen, die das anbieten. Das stimmt. Ja. Genau. Hast du dann ein konkretes Ziel gehabt? Also irgendwie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, 5000 Meter in 21 Minuten, irgendwie sowas. Und was hast du dir generell so von dem Coaching alles gehofft? Ja, also von den eben Kraftwerten, da wollte ich eigentlich nichts mehr reißen, da war ich eigentlich zufrieden. Immer noch das Ziel sind die 5 Kilometer mal unter 20 Minuten zu laufen. Das sicher. Und halt von der Kraftausdauer, aber da bin ich jetzt eigentlich schon recht zufrieden mit dem Progress. Ja. Wo bist du jetzt aktuell bei dem beim 5000er? Also. Der erste bei den Testwochen, da war ich irgendwie bei irgendwie einer Dreiviertelstunde beim ersten Mal. Okay. Also da bin ich wirklich nur gelaufen, also das Laufen. Und jetzt beim zweiten Mal letzte Woche, war ich jetzt schon bei 27 Minuten und irgendwas. Also da hat sich einiges getan. Ja, fast so, ja, gut 20 Minuten, ne? Ja. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Also klar, wenn du, sag ich mal, jetzt am Anfang halt extrem Bodybuilding gemacht hast, halt extrem Volumen gehabt hast, klar, und null Ausdauer gemacht hast, dann dauert das Ganze schon ein bisschen, aber du bist jetzt schon mal auf jeden Fall unter die 30 gekommen, was, Genau. sag ich mal, schon mal ein wichtiger Schritt war. Und es sollte jetzt auch eigentlich dann immer schneller gehen, dass du Ja. möglichst zügig dann unter 25 kommst, dann irgendwann unter 22 und dann irgendwann dann unter 20, genau. Was würdest du sagen, hast du sonst noch so durch das Coaching erreicht? Ja, also grundsätzlich, ich muss sagen, also ich habe ja Trainingserfahrung vom Sport, also man musste mir nicht erklären, wie geht eine Kniebeuge oder wie geht Kreuzheben das. Mehr so, was ich gelernt habe, so das Vernetzen, also wie verbinde ich eben Kraft, Ausdauer, Kraft und das Laufen so einheitlich in dem Sinn, dass ich eben nicht nur der stumpfe Pumper nur auf Kraft gehe, sondern so das Zusammenspiel von den allen Komponenten. Ja, genau. Das Da ist ja, bin sag ich ich mal, zum auch so mit Beispiel das gekommen. Wichtigste Ja. bei uns im Bereich, dass du halt Kraft, Kraftausdauer, Ausdauer, alles irgendwo miteinander auf einem hohen Niveau kombinierst. Gut, wie würdest du generell so das Coaching beschreiben auf täglicher Basis? Ja, absolut unkompliziert. Also eben, ich war jetzt nicht der, der groß noch fragen musste, wie geht das oder das. Wenn mal eine Frage war, relativ unkompliziert, innerhalb von manchmal halbe Stunde, paar Stunden habe ich eine Antwort gehabt. Und ja, einfach rein von den Erfahrungswerten. Ich meine, die Coaches, die sind ja selber noch im Schichtdienst oder beim Bund oder bei der Polizei oder wie auch immer. Und von daher eigentlich top, habe ich mit Leuten zu tun, die selber in dem Sinn von dem reden, was ich erreichen will, oder? Also, Genau. ja, absolut unkompliziert.
Super. Dann schon die vorletzte Frage. Warum hast du dich dann im Endeffekt für uns entschieden? Ja, eigentlich, ich habe euch auf YouTube verfolgt, glaube ich, einen Monat knapp. Und da habe ich mir einfach gesagt, statt andere gehen lieber saufen am Wochenende oder weiß geben das Geld aus für anderes. Ich war immer der Sport, ich habe ich gesagt, ich wage es jetzt mal, stelle nicht groß Fragen, das ist der Plan, den werde ich durchziehen. Einfach und bis jetzt hat sich's auch bewährt, also eigentlich zufrieden, ja. Perfekt. Dann letzte Frage: Wem würdest du das Coaching noch so empfehlen? Also grundsätzlich, als erstes würde ich sagen, man muss schon eine gewisse Disziplin, Schrägstrich Leidensfähigkeit mitbringen, das auch durchzuziehen. Also ich Ja. sage mal, und vor allem, es nützt nicht, wenn dir der Coach den Plan vorgibt, aber du in dem Sinn dich selber belügst oder bescheißt. Ja, Oder klar, absolut. also erstens das, eine gewisse Selbstdisziplin, wirklich das durchzuziehen oder auch dann ehrlich zu sein, ich habe dieses Training ausfallen lassen, das hat nicht geklappt oder wie auch immer, ehrlich sein. Und dann von Leuten, denen ich es empfehlen würde, eigentlich durchgehen, von jung bis alt. Also jeder, der noch irgendwas erreichen will, körperlich fit werden will. Oder auch Leute, die Höheres haben, also eben irgendwie bei euch irgendeine AV, GSG 9, KSK oder was auch immer. Klar, für die Leute. Aber auch Feuerwehr, Sanität. Also rundum kann eigentlich jeder davon profitieren, der ein bisschen mehr aus sich selber rausholen will. Definitiv, das denke ich auch. Gut, würdest du noch irgendwas sagen oder bist du soweit fertig? Nee, soweit eigentlich alles Alles passt. klar. Dann würde ich sagen, schon mal vielen Dank für deinen Einblick.